Die Auswahl an Smartphones ist groß und zum Teil sehr unübersichtlich. Sony gehört zu den bekannten Smartphone-Herstellern. Die Sony-Handys werden unter dem Namen Xperia vertrieben. Es gibt zahlreiche Geräte in verschiedenen Preisklassen. Sony-Smartphones zeichnen sich vor allem durch ein schlankes und schmales Design aus. Sie sind mit oder ohne Vertrag erhältlich. Ein Vorteil von Sony-Smartphones ist die Dual-SIM-Funktion, damit lassen sich mehrere Rufnummern gleichzeitig nutzen. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Sony Xperia 135G Smartphone. Das Sony Xperia 135G Smartphone funktioniert mit dem Android 11 Betriebssystem. Sein HDR-OLED-Display ist 6,5 Zoll groß. Zur Ausstattung des Sony-Smartphones gehört ein Triple-Kamerasystem. Das System verfügt über Fotofunktionen, die laut Hersteller sonst nur bei professionellen Fotokameras zu finden sind. Dabei sind unter anderem die manuelle Einstellung von ISO, Verschlusszeit oder ein Weißabgleich zu finden. Darüber hinaus lassen sich die aufgenommenen Bilder als RAW über eine Schnittstelle speichern. RAW steht für ein Rohdatenformat, bei dem die Kamera die Daten nach der Digitalisierung weitgehend ohne Bearbeitung auf das Speichermedium schreibt. Mit dem Bildprozessor X1 von Mobile lassen sich laut Hersteller alle Inhalte in überdurchschnittlich guter Qualität betrachten. Selbst Streaming-Inhalte sollen stärkere Kontraste und überzeugendere Farben in besserer Bildschärfe haben. Die Kamera des Smartphones bietet laut Hersteller einen branchenführenden Autofokus. Das 16, das 24 und das 70mm Objektiv von Zeiss und ein schneller Autofokus sollen mehr Freiraum für maximale Kreativität und gute Fotoergebnisse bieten. Die Zeiss-T-Beschichtung soll Reflexionen reduzieren und damit für eine gute Wiedergabe und hohe Kontraste sorgen. Dank der 360-Reality-Audio-Funktion soll das Smartphone kristallklare Klänge liefern. Seine schnelle 5G-Verbindung ermöglicht laut Hersteller Downloads und Streamings in sehr hoher Qualität. Das Sony-Smartphone verfügt über 12 GB RAM und hat einen 256 GB großen internen Speicher. Weitere Produktdetails des Sony-Smartphones im Überblick. 5G-Verbindung. CPU, Qualcomm Snapdragon 888 5G. 4K HDR OLED-Display in 21:9. Leistungsstarker Akku mit 4000 mAh und Schnellladefunktion. Was ist die HDR OLED-Technik? Das gewöhnliche 8-Bit-Bild besteht aus je 256 möglichen Varianten der Grundfarben Rot, Grün und Blau. Das ist die sogenannte Standard Dynamic Range, kurz SDR. Daraus ergeben sich 16,7 Millionen Farben, die zum Beispiel ein normales TV-Gerät darstellen kann. Der Begriff HDR steht für High Dynamic Range. Mit HDR-Technik erhöht sich die mögliche Anzahl an Farben auf 10 Bit. Die Abkürzung OLED steht für Organic Light Emitting Diode. Das sind selbstleuchtende Dioden, die eine Hintergrundbeleuchtung überflüssig machen. Dank OLED-Technik sind dünnere Displays und kontrastreichere Bilder möglich, da die Farbe schwarz natürlicher dargestellt werden kann. Das zweite Produkt auf unserer Liste ist Sony Xperia XZ1 Smartphone. Das Xperia XZ1 Smartphone ist laut Sony mit einem kontrastreichen 5,2 Zoll Full HD HDR-Display mit lebendigen Farben ausgestattet. Der Bildschirm ist ein Triluminos-Display, das im Vergleich zu Standard-Displays etwa 138% des Farbspektrums anzeigen soll. Der Bildschirm besteht aus Corning Gorilla Glass 5 und soll sehr strapazierfähig sein. Gorilla Glass ist die geschützte Wortmarke für ein dünnes chemisch vorgespanntes Glas aus der Gruppe der Alumosilikatgläser des US-amerikanischen Herstellers Corning. Das Display soll Farben aus einer breiteren Palette auswählen und für einen natürlicheren Look sorgen. Die Funktion X-Reality for Mobile fügt laut Hersteller fehlende Pixel ein, reduziert Bildrauschen und verbessert die Textur, damit alles klar und deutlich angezeigt wird. Das soll selbst Inhalte mit niedriger Auflösung betreffen. Das Sony-Smartphone ist mit einer Motion-Eye-Kamera ausgestattet. Sie verfügt über einen Bildsensor mit integriertem Speicher und soll die Bewegungserfassung auf ein höheres Level und eine sehr gute Qualität bringen.
Der Hersteller verspricht mit dem neuen Exmor RS Formobile Sensor mit integriertem Speicher bessere Aufnahmen, weniger Bildrauschen und eine bessere Bildqualität. Dank G-Objektiv sollen mehr Details sichtbar sein. Mit einem G bezeichnet Sony hauseigene Objektive mit hoher Güte und Leistung. Für eine schnellere Bildverarbeitung soll bei der Kamera die Funktion Bions for Mobile sorgen. Sie bietet eine präzisere Bewegungserkennung und eine schnellere Bildverarbeitung. Die 19-Megapixel-Kamera soll Super-Slow-Motion-Videos mit 960 Bit pro Sekunde liefern. Für genügend Platz für die Aufnahmen soll der integrierte 64 GB Flash-Speicher sorgen. 4 GB RAM und der Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 2,45 GHz machen das Smartphone laut Hersteller sehr schnell und zuverlässig. Die Taktrate gibt an, wie schnell der Hauptprozessor ist. Je höher der Takt, desto schneller ist der Prozessor. Das Mobiltelefon ist nach IP68/68 wassergeschützt. Was ist der RAM eines Smartphones? Der Random Access Memory ist der Arbeitsspeicher und hat in mobilen Geräten dieselbe Aufgabe wie im PC. Das Sony-Smartphone benötigt den RAM-Speicherplatz, um Daten und die Ergebnisse von Operationen in Echtzeit zu speichern. Der nächste Produkt ist Sony Xperia 5 2.5G Smartphone. Das Sony Xperia 5 2.5G Smartphone bietet laut Hersteller eine sehr hohe Geschwindigkeit, ist klein und kompakt. Es soll gut in der Hand liegen und in die Tasche passen. Das Handy soll ein schönes, zeitloses Design mit einer einfachen Handhabung verbinden. Das Gerät ist laut Sony robust und nach IP68/68 wasserbeständig und staubgeschützt. An der Vorder- und Rückseite ist es mit Corning Gorilla Glass 6 ausgestattet. Bei der Kamera setzt der Hersteller auf die Technologien aus professionellen Kameras, die der Kamera die nötige Geschwindigkeit und Präzision verleihen sollen. Unter der Bezeichnung Alpha bündelt Sony Kameras mit wechselbaren Objektiven. Für Porträtaufnahmen bietet die Kamera einen Augenautofokus. Er rückt laut Hersteller den ausdrucksstärksten Teil des Gesichts in Echtzeit in den Mittelpunkt, selbst wenn ein Auge verdeckt ist oder die Person sich schnell bewegt. Darüber hinaus sind mit der Kamera mit drei Zeiss-Objektiven durchgehende Serienbildaufnahmen mit bis zu 20 Bildern pro Sekunde mit Autofokus und Belichtungsautomatik möglich. Über die 5G-Verbindung lassen sich Inhalte schnell herunterladen und streamen. Auf dem Display sollen Objekte in schneller Bewegung sehr klar dargestellt werden, was zum Beispiel für fließendes Gaming notwendig ist. Durch die Bildstabilisierung mit 240 Hz wird das Bild im Display 240 Mal pro Sekunde aktualisiert. Die Handykamera hat ein 6,1 Zoll großes CinemaWide FHD plus HDR OLED Display im 21:9 Format. Die DESY Ultimate Funktion soll die Qualität digitaler Musikstücke erhöhen, die Audiofrequenz und Dynamikumfang werden automatisch in Echtzeit verbessert. Sowohl Hoch- als auch Tieftöne werden laut Hersteller optimiert, um jeden Titel nahe an die Qualität von High-Resolution-Audio zu bringen. Mit High-Resolution-Audio lässt sich mit dem Smartphone laut Hersteller Musik in CD-Qualität hören. Der nächste Produkt ist Sony Xperia. Mit zierfähigem Gorilla Glass und einer langen Akkulaufzeit lässt sich das wasserfeste Sony Xperia 10 2 Smartphone laut Hersteller gut im Alltag verwenden. Das 6 Zoll OLED-Display im 21:9 Breitbildformat bietet laut Sony eine sehr gute Bildqualität. Die integrierte Triple-Kamera vereint Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Teleobjektiv. Das 16mm Ultraweitwinkelobjektiv sollte Sony zufolge eingesetzt werden, wenn beispielsweise weite Landschaften ins Bild passen sollen. Das vielseitig einsetzbare 26mm Weitwinkelobjektiv ist für die meisten Aufnahmeszenarien und Szenen bei wenig Licht vorgesehen und das 52mm Teleobjektiv sollte gewählt werden, wenn das Motiv groß eingefangen werden soll. Videoaufnahme macht die Kamera in 4K-Auflösung. Dank Steadyshot-Funktion lassen sich laut Sony selbst in Bewegung ruckelfreie, flüssige Videos drehen. Laut Hersteller ist das Smartphone sehr benutzerfreundlich. Das soll unter anderem durch den Multifenstermodus und Browsing im 21:9 Format möglich sein. So lässt sich der Bildschirm bequem in zwei Fenster aufteilen und es können jeweils verschiedene Apps gestartet werden.
Das soll Multitasking problemlos möglich machen, wie zum Beispiel Karten ansehen in einem Fenster und Nachrichten verschicken im anderen Fenster. Trotz des Breitbilddisplays soll das Sony-Smartphone bequem mit nur einer Hand bedienbar sein. Das Mini-Display des Telefons soll dafür sorgen, dass alle Funktionen einfach nutzbar sind. Das Dual-SIM-Smartphone soll mit seinem Akku mit 3600 mAh genügend Leistung für den Alltag liefern. Die Batteriepflegefunktion schützt das Smartphone laut Sony vor Überladung. Bei Bedarf ist das Handy mit dem optional erhältlichen Schnellladegerät UCH32C kompatibel. So lässt sich das Mobiltelefon laut Hersteller sehr schnell wieder aufladen, wenn der Akkustand niedrig ist. Was ist Dual-SIM? Das ist eine Technik, mit der in einem Dual-SIM-fähigen Smartphone zwei SIM-Karten gleichzeitig betrieben und so zwei verschiedene Handytarife genutzt werden können. Oftmals erfolgt die Nutzung für Auslandsreisen oder bei mangelhafter Netzabdeckung mancher Anbieter in bestimmten Gebieten. So lässt sich bei Bedarf auf ein anderes Netz wechseln. Der nächste Produkt ist Sony Xperia L1 Smartphone. Das Sony Xperia L1 Smartphone hat ein Gehäuse, das überwiegend aus Kunststoff besteht. Dennoch soll das Telefon angenehm in der Hand liegen. Dafür sorgen laut Hersteller die etwas eng geaute matte Oberfläche und der Rahmen, der zur Rückseite hin abgerundet ist. Das 5,5 Zoll große Display bietet eine Auflösung von 720x1280 Pixeln und ist aus kratzfestem Glas gefertigt. Das Mobiltelefon verfügt über eine 13-Megapixel-Hauptkamera mit einer f/2.2-Blende und LED-Blitz. Zur Verfügung steht zudem ein digitaler Dreifach-Zoom, der mittels Bildbearbeitung bessere Ergebnisse liefern soll als ein normaler Digital-Zoom. Bei guten Lichtverhältnissen sollen im Automatikmodus schöne, farbenfrohe Fotos gelingen. Der Hersteller weist außerdem auf einen schnellen Autofokus hin. Videos nimmt das Sony-Smartphone maximal in Full HD auf. Seine Frontkamera bietet eine 5-Megapixel-Auflösung und ist mit einem 24mm Weitwinkelobjektiv ausgestattet. Das Herzstück des Smartphones ist ein 1,4 GHz Quad-Core 64-Bit MediaTek-Prozessor. Das Handy verfügt über 2 GB Arbeitsspeicher und sein Hauptspeicher ist 16 GB groß. Der Speicher lässt sich durch MicroSD-Karten um bis zu 256 GB erweitern. Das Smartphone von Sony kommuniziert per LTE der Kategorie 4 mit bis zu 150 Megabits pro Sekunde im Downstream. Zur weiteren Ausstattung gehören NFC, Bluetooth 4.2 und GPS. Der fest eingebaute 2620 mAh Akku wird per USB Type C und einer adaptiven Ladetechnologie von QNovo mit Strom versorgt. So soll der Akku bis zu doppelt so lange wie der herkömmliche Smartphones seine volle Kapazität behalten. Was ist NFC? NFC steht für Near Field Communication oder auf Deutsch Nahfeldkommunikation. Das ist eine Funktechnik, mit der NFC-fähige Smartphones und andere Geräte über sehr kurze Entfernung Daten kontaktlos austauschen können. Damit ist zum Beispiel das bargeldlose Bezahlen möglich. Der nächste Produkt ist Sony Xperia XZ2 Premium Smartphone. Das Sony Xperia XZ2 Premium Smartphone hat ein 5,8 Zoll oder 14,7 cm großes Triluminos-Display mit einer UHD-Auflösung von 3840x2160 Pixeln und der Bildoptimierungstechnik HDR im Bildformat 16:9. Im Inneren des Dual-SIM-Smartphones befindet sich ein Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor mit 8 Kernen, von denen 4 auf 2,8 GHz und weitere 4 auf 1,77 GHz getaktet sind. Das Sony-Smartphone hat das Betriebssystem Android 8.0 Oreo, 6 GB RAM-Speicher und einen internen Speicher von 64 GB. Dieser kann dank einer mitgelieferten MicroSD-Karte um eine Speicherkapazität von 64 GB erweitert werden. Mit leistungsstarkem Akku, das Sony Xperia XZ2 Premium Smartphone hat einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 3540 mAh und wird über USB-C 3.1 aufgeladen.
Das Handy hat die Ladetechniken Smart Stamina, QNovo Adaptives Laden und Qualcomm Quickcharge 3.0 und kann zudem kabellos geladen werden, Qi-Charging. Das Sony-Smartphone hat zwei Frontkameras mit einer Auflösung von 19 Megapixeln bzw. 13 Megapixeln und der Motion-Eye-Technik mit einer Empfindlichkeit von ISO 51200, um laut Hersteller selbst bei sehr schwachem Licht Fotos aufnehmen zu können. Die Rückkamera des Smartphones hat hingegen eine Auflösung von 12 Megapixeln. Zwei Kameras sind mit einem Exmor-Bildsensor mit einem 23. Zoll Größe ausgestattet. Die 13-Megapixel-Kamera hat einen Sensor der Größe 1/308 Zoll. Das Smartphone hat Bluetooth der Version 5.0, NFC, Google Cast und Wi-Fi Miracast. Was ist ein Betriebssystem? Das ist die Basissoftware, mit der ein Smartphone, ein Computer oder ein Tablet gesteuert wird. Je nach Gerät und Hersteller gibt es unterschiedliche Betriebssysteme. Zu den gängigsten Betriebssystemen gehören Android für Geräte von Sony, Samsung, LG, HTC. Das Betriebssystem iOS für Apple-Geräte und Windows für Geräte von Nokia und Microsoft. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.